Oh, okay. Wie gesagt, einfach mal alles ausprobieren und dann wird das schon laufen. Ja, hier hoch können wir springen, das ist gut. So, Pickenball. Pickenball. Wie viele Pickenbälle haben wir denn jetzt eigentlich? 9. Mal gucken, ob wir... Nein, das war... Okay, das war wichtig. Ich weiß gar nicht, ob wir mehr als 9 haben können. Jetzt haben wir auch den Schlüssel. Jetzt können wir das zweite Stromaggregat sozusagen aktivieren. Das war hier, ne? Ne, eins weiter runter. Ja, ist ein bisschen tricky, reicht die Map. Also sehr schön, auf jeden Fall. Feedback zum Spiel, sehr schönes Spiel. Komme ich hier durch? Nein. Okay, ich dachte, ich könnte hier irgendwie hier so durchrushen und irgendwas triggern. So, aber nach oben können wir nicht. Das bedeutet, ich muss nach unten. Nee, falsch. Das ist nur ein Speicherraum. Da, wo die Punkte sind, gibt es einen Schatz. Die Frage ist, ob wir da schon dran können. Ich guck einfach mal. Ich glaube, mit dem Hut sollten wir jetzt ganz gut weiterkommen. Wenn wir den Schatz nicht schon haben. Aber ich glaube... Ah doch, das war der Schatz. Okay. Genau, okay, gut. Dann habe ich mich geirrt. Aber wie gesagt, Vorsicht, das ist die Mutter der Porzellanschublade. Und von daher würde ich sagen, lieber mal nachgeguckt. Weil kostet uns ja jetzt nur ein paar Sekunden, ne? Oder ein Minütchen, das ist ja dann auch immer noch in Ordnung. So. Wir sind volle Herzen. Wir haben wieder gut Kohle. Ich gucke jetzt nochmal auf der Karte. Eins weiter nach unten müssten wir. Ja, Money in the Bank ist immer gut. Kann man eigentlich hier nie genug haben. So, jetzt hier hin. Hier müssen wir eins nach oben. Tricky. Und wir haben die Karte des Jackerturms erhalten. Super. Hier haben wir alles. Hier gibt es auch nichts mehr. Das bedeutet, wir müssen eigentlich nur noch nach unten. Wunderbar. Da haben wir eigentlich alles. Wir müssen jetzt nur noch ganz nach unten. Hier sieht man schon, zwei sind aktiviert. Nee. Anstatt nach rechts zu gehen, muss ich jetzt nach links. Sieht man an der Karte nämlich ganz schön. Dass wir, ja, die Karte, sie ist jetzt voll. Okay. Jetzt müssen wir nach unten. Ja, hier geht's auch nicht weiter. Jetzt können wir auch hier vorbei. Jetzt warte ich, bis der seinen Spucknapf rausgehauen hat. So, die Pflanzen sind ja einigermaßen machbar. So, Herzchen eingesammelt. Brauchen wir jetzt aktuell nicht, aber passt schon. So, die Frage ist, muss ich jetzt wieder zurück? Jo. Wir haben jetzt alle drei eingesammelt. So, die Pflanze ist hinüber. Das ist gut. Super duper. Ich hoffe, das Overlay kommt echt gut bei euch an. Ich habe, wie gesagt, noch keinen Part hochgeladen. Ich weiß auch gar nicht, bei wie vielen Parts wir jetzt gerade sind. Es ist jetzt, wie gesagt, die dritte Aufnahmesession, wo ich einfach gedacht habe, ja komm. Bevor ich jetzt, wie gesagt, allerdings nach oben kraxel, würde ich ganz gerne hier nach links und dann nach oben. Da sind nämlich noch zwei Sachen, die ich nicht angeguckt habe. Zur, ja, liegt einfach an der wegen der Dingsbums, wegen der genau, wegen der Vollständigkeit. Sekunde. Okay, wo bin ich denn? Ich bin hier. Ah, das muss anders sein. Okay.
da muss ich anders ran. Da muss ich von dem großen Raum aus. Okay. Ich verstehe. Na gut, ich hoffe, ich muss jetzt diese ganzen Monster nicht nochmal besiegen, aber ich befürchte ja. Gut, auf der anderen Seite ist dafür jetzt auch wieder Money da. Gut, wie gesagt, Sicherheit, Vollständigkeit geht vor. Und das seid ihr ja von meinen Let's Plays ein bisschen gewohnt, dass ich da nicht alles durchrushe. Oder irgendwelche Compilations mache und sage, das ist Let's Play, ist es nämlich nicht. So, super Pickenball, das läuft. Ja, ein bisschen Damage können wir ruhig machen. Das ist gut fürs Haar. Also wenn ihr, liebe Mädels oder liebe Damen, müssen wir ja sagen. Wenn ihr Beauty-Tipps braucht, wie man zum Beispiel super Glanz bekommt, fragt die Chanté. Die haut ihre langen Haare immer gegen Monster in, gegen Monster durch. Und von daher, das macht ihre Haare super glatt. Warte mal, den habe ich doch schon. Sekunde. Ich will mal ganz kurz was gucken. Also wie gesagt, ich will jetzt wieder hier hoch. In der Hoffnung, dass ich in diesen großen Raum komme, aber ich befürchte... Ja, jetzt geht das natürlich alles viel einfacher, aber wenn da nur ein Herz drin ist, dann brauche ich das halt nicht. Ja, dann brauchen wir das nicht. Es geht natürlich jetzt hier viel besser. Ja, die hole ich mir jetzt natürlich. Also so viel es geht. So, das war schön alles. Kleinen Knüppeln. Ja gut, macht nichts, da liegt noch ein Herzchen, bevor das auseinanderfällt. Sammeln wir das noch ein. So, jetzt sind wir hier links. Wie gesagt, das ist jetzt alles noch Wiederholung. Ist halt die Frage, ob das Sinn macht. So, ich bin jetzt in diesem großen Raum. Aber ich glaube... ja, ich weiß. Okay. Ich glaube, ich weiß jetzt, was uns da gefehlt hat. Ich glaube, von oben komme ich hier irgendwann ganz runter. Und da fehlten uns halt zwei Sachen. Ich glaube aber nicht, dass wir da von einfach so halt reinkommen. So, jetzt sind wir hier oben. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Vielleicht kann ich ja doch... Ich muss auf jeden Fall hier hoch und dann nach links und dann müsste ich eigentlich hoch genug sein. Nee, eigentlich müsste ich noch eins nach oben. Na, da war nichts drin. Genau, hier runter einfach. Das mache ich jetzt ganz... Nein! Shit, das habe ich mir gedacht. Gut, links ist nur irgendwas, was wir nicht brauchen. Also was einigermaßen ist. Was einigermaßen Schnuppe ist. Aber wir müssen uns rechts halten, dann kriegen wir noch so ein Tintenfischherzchen. Wie viel haben wir denn davon? Zwei. Also es ist nicht unwichtig. Aber so... durch und jetzt ganz sanft hier runter gleiten, hier halten, ja super. So, nee, da komme ich nicht höher. Okay.
und schießt mich wieder nach ganz nach oben. Geil. Aber hier war es schon, ne? Ja, hier war es schon. Schade. Nö. Da bin ich dann auch ganz ehrlich und hau dann komplett wieder runter. Obwohl, jetzt könnten wir eigentlich gucken, was hier... Ach. Könnten wir eigentlich gucken, was hier zu holen ist. Nee, komm. Boah, war das knapp. Mehr Glück als Verstand. Ganz ehrlich, Leute. Ne, dann gehe ich einfach mal weiter, mach die Maschine an und dann komme ich ganz nach oben. Dann haben wir auch alles, soweit ich das beurteilen kann. So. Hier haben wir alles. Das ist gut. Also das ist so eine Maschine, die haut jetzt Wind nach oben. Und da können wir dann natürlich mit dem Hut nach oben reisen. Der trägt uns dann sanft nach oben. Das ist eigentlich ganz cool. Cool gemacht. Ja, wir müssen eigentlich ganz nach oben. Wir haben hier schon alles abgegrast. Von daher möchte ich jetzt auch nicht unnötig Folgen generieren. Haben wir einen Schlüssel? Nee, ne? Gut, dann müssen wir links einen Schlüssel holen und rechts geht es dann weiter. Nein! Fledermäuschen! Fledermaus auf Blumen! Au, aua, hau ab! Na, komm her! Aua, die beißt! Ich beiß zurück! Oh nein, so zwei von diesen Lümmel! Aua. Das ist so gemein! Ich habe ja schon Probleme mit einer Triller. Und ich musste natürlich auch noch voll reinlaufen. Boah. Das war gut. Das war echt gut. Freut mich jetzt die eine hinüber. Nee, ist nur eine. Super Monstermilch. Lecker. Wir haben ja noch so ein... Wir haben ja theoretisch noch... Boah, nee. Vergiss es. Ich werde mir was reinpfeifen. Von was haben wir denn viel? Piratenfackel, Blasenschild. Oh, da kam. Nam, 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 nam. Zwei Herzchen. Jo, 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 jo. Oh. Oh, super. Fleischspießchen. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Na, komm her. Komm her, Fledermäuschen. Das ging. Und ein Herzchen. Das ist super. Ja. Haben sechs Fleischspießchen, das ist eigentlich ganz... Nee, fünf sogar! Boah! Ihr Ratten, ihr Elenden! Aua, ikidikid! Immer schön ducken und truff. Truffschwaden auf die Sau. Alter, vergiss es! Nein! Da ist bestimmt ein Schlüssel drin. Ah, da brauchen wir ein bisschen Speed. Was zum... Ja. Und wie ich es mir gedacht habe. Ich hoffe, dass wir nochmal einen Speicherraum besuchen können, wo ich mich mal ein bisschen voll machen kann. Weil ich würde nämlich ganz gerne sowas wie diese ganzen Spießchen und diese ganzen Esssachen... nach oben. Nach unten... Weißt du was? Ich gehe mal nach unten und guck einfach mal, dass ich mir noch ein paar Herzchen hole. Weil diese Esssachen würde ich gerne aufheben, dass ich die dem Bürgermeister geben kann. Ja, wissen wir ja. So, hier nicht. Speicher, also diese roten Quadrate, das sind Speichersachen. Nee, da will ich eigentlich auch nicht hin. Hier geht es ja zum Speichern. Da muss ich eins weiter runter. Weil bei diesem Speicheropa sind immer so Herzchen versteckt. Genau. Ich hab's gewusst. Super. Normalerweise müsste ich den anderen Speicherraum auch noch abklappern, weil da habe ich ja die Herzchen auch gelassen. Ach Mist, das hat jetzt das nicht geklappt. Nein! Okay, wie kam ich denn da hoch? Vielleicht doch über den Hauptraum. So, ich muss noch ein bisschen hoch. Hier bin ich im nächsten Quader. Hier nicht. Sondern
sondern hier. Hier ist noch ein Speicher, Hannes. Super. Wie gesagt, sicher ist sicher. Und vor allem, da ich ja schon gerne die Kohle vom Bürgermeister haben möchte, dann muss ich nicht so viel abfahren.